Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Hier ist noch Nummer 6. Und jetzt haben wir endlich den Fuß von den Rauinen gefunden. Und heute schauen wir uns hier nochmal ein bisschen weiter um. Entschuldigung, bin ich ziemlich fertig klinge, würde ich sagen. Ich bin eben erst aufgewacht und ich bin spät dran. Ist das nicht toll? Ja, ich werde das so jetzt die jetzige Folge ein bisschen kürzer halten müssen, leider. Aber damit das hier nicht allzu spät kommt, tut mir leid. Und ja, nächste Folge sollte man muss wieder ein bisschen fitter und sowas laufen. So, was haben wir hier? Was haben wir? Ich habe übrigens gesehen gehabt beim letzten Mal, dass mein Mikro nur so letzte Minute oder zwei ausgefallen war. Trotzdem ärgerlich, aber zum Glück nicht länger. Da bin ich sehr froh drüber. Wow. Wäre irgendwie ärgerlich gewesen, wenn es für 20 Minuten ausgefallen wäre. Aber immerhin, immerhin nur 2, 3 Minuten. Erstmal slurpen. Ich weiß gar nicht, wo wir hier lang reiten. Könnte dies ein weiterer Boss sein? Bist du so? Larventräne. Aber respecken. Das ist doch schon mal nice. So, was haben wir denn hier? Bisher bin ich nicht begeistert von dem Gebiet. Hier gekommen? Glaube ja. Aber von da sind wir gekommen. Dann gehen wir einfach mal hier wieder rein. Und uns da hinten um. Wow, wow. Wow. Ah. Okay, hier hinten waren ja noch ein paar von diesen hässlichen Viechern. Würde ich am liebsten lieber einen Bogen drum machen um die Boys. Deine Höhle. Was wäre eine Höhle? Ein Buch des Altertumsgelehrten 1. Ah ne, die sind Feuergeiststein. Naja. Das ist auch schon wieder so viele von den Viechern, ne? Sind halt richtig ätzend zu bekämpfen. Vermeide ich es eigentlich immer gegen die zu kämpfen. Was eine Gnade. Ja genau, ich wollte eigentlich sagen, die Gegner hier sollten eigentlich nicht so viel Schaden machen, weil das hier ein relativ, ich sag mal in Anführungszeichen, altes Gebiet ist. Na, im Vergleich zu der oberen Hälfte. Hier hätten wir ja schon quasi
Ja, fast schon von Anfang an ran reingekommen. Ich wollte übrigens auch schon die ganze Zeit, jetzt wo ich das gerade sehe, ich wollte meine Rüstung wieder ändern. So, den von Relana. Einfach weil die halt cooler aussieht. Und so dann. So. Na, jetzt wo ich. Seitdem ich rausgefunden habe, dass der Schaden, den wir nehmen, mit dem Skadobaum-Fragmenten verringern wird, dachte ich mir halt so. Ja, dann kann ich eigentlich auch meine Rüstung ändern. Ich habe mir sie es mal gedacht, aber ich habe da nie dran gedacht mehr. Quick Save. Kurzer Ruckler. Mikrofon läuft noch. Okay. Runenbeeren und zwar große. Mit denen will ich mich eigentlich nicht anlegen. Ach, nee, nicht die Skopflikione. Bin. Oh, drei von denen. Gut, aber wenig Leben, weil, ja, wie gesagt, älteres Gebiet. Glaube, da könnte ich mich eigentlich sogar auch mit dem Bären anlegen und hätte eine relativ gute Chance, nicht gegen die jämmerlich zu verrecken. Ja, von den Viechern. Hier hinten ist ein Bär. Der ist nur mich anzulocken. Nerventrainer. Okay. Wir können jetzt zweimal nochmal umrollen unsere Stats. Aha. Ein Boss-Runenbär. Ugalea, der große rote Bär. Slurpen bitte. Er macht doch gut Schaden. Aber wir auch zum Glück. Lol. So, das soll es gewesen sein, oder? Ja. Die Ding ist auch noch geprockt, also das war's. Nice. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Gebrüll von Rugalea. Kein Fragment? Hallo. Also ich finde, das hätten sie auch ruhig mal machen können. Dass Mini-Bosse und Bosse halt zumindest ein Fragment immer droppen. Ich habe ja nichts gegen Erkunden, aber sagen wir mal ehrlich, 90% des DLCs bisher war nur Erkunden. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber langsam ist halt auch mal gut. Oh, die sind tanky. Ach, er reißt den Baum gleich um.
melde ich der Potzilei. Ja. What the? Also ich war eigentlich gerollt, aber war Nebensache. Das war im normalen Spiel, ne? Der Runbär in der Höhle bei uns, der uns gegriffen hat. Und dann nach dem Griff durch den Boden gefallen ist. Ich glaube, das war im Video. Wenn nicht, das war mir einmal passiert. Er hat mich getroffen. Nach der Animation ist der Bär durch den Boden gefallen. Ohne Grund. Animation war vorbei, er steht wieder auf allen Vieren und auf einmal. Jo. Runtergefallen. Das hat keinen Sinn ergeben. Aber ich fand's lustig. Zweihändig versuchen. Lederstirnband, glorreiche Kleidung, Lederarmwicke, Lederbeinwicke. Okay. Hallo Katze. Also, wir waren jetzt eben der Bosskampf. Ah, hier sind wir jetzt. Hä? Ja gut, hätte ich das gesehen gehabt, hätte ich mir schon gedacht, dass hier irgendwo ein Boss ist. Gut, 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 gut. Aber haben wir hier unten jetzt noch irgendwas Interessantes gefunden gehabt? Antwort des großen Herrschers 8. Schwerer Stinktopf und schwerer Fallendes Topf hatten wir 9 noch. Ugh. Hey, weg mit dir. Scheint aber tatsächlich eine relativ geringe Aggro-Range zu haben. Gut zu wissen. Aha. Angegiftet. Ja, denkt ja eigentlich, ich komme da nicht hoch. Ich bin in Wahrheit ein Skyrim-Pferd. Daneben. Daneben. Das war aber, ist aber eine Sache, die ich auf jeden Fall schon immer gut fand bei Elden Ring. Ist, dass wenn man Gegnergruppen besiegt, einige oder halt einige bestimmte Gegnerarten, dass man eine Auffüllung von Flasks bekommt wieder. Macht das Erkunden dann zumindest ein bisschen angenehmer. Jetzt sind wir die in Anführungszeichen Assassinenknechte. Oh, ziemlich viele. Ja, aber die dann haben wir das Interesse verloren. Halt, wendet euren Blick von mir ab. Seht euch an, seht weg. Ah. Okay. Was auch immer hier drin sein mag. Moin. Ja, da kommt man am Skorpionsfluss. Das sind keine Skorpione, das sind. Die Bellspinskione. Ja. Ja, das Ganze mal geregelt haben. So, erstmal Level abverteilen. Mehr Glaube. Daran glaube ich. Haha. Oh Gott, bin ich witzig, wenn ich alles aufgestanden bin. Kanonenface? Schauen wir mal.
Leute gestorben. Der jüngere Boni, ich glaube. Na? Oh, das Best, ja. Dachte mir schon. Oh, verstehe. Okay, ja. Und bekomme ich ein paar davon. Habe ich denn irgendwas, was dagegen Zeit mit dem Fokus? Ich glaube nicht, dass die dagegen helfen. Ja, das steigert das ziemlich schnell. Geräusch ist auch nicht sehr angenehm, was die da machen. Ich wusste, dass er da ist. Nur bin ich halt nicht davon ausgegangen, dass er so schnell um die Ecke angreift. Vorsicht von links, das ist ja schon. Das sind halt so Dinge, die gewöhnt man sich halt wirklich an mit dem DLC. Oh, da ist eine Ecke. Heul, heul. Leider eine. Aua. Das ist viel Schaden. Es hat eine sehr billige Art, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Boah. Da muss ich jetzt nicht schon wieder zum 50. Mal drauf eingehen. Ist halt. Yes. Bösartige Person voraus. Rotfleischpilz. Nichts. Ein benötigtes Objekt voraus. Deren Angriff voraus. Aha. Wie ich daneben geschlagen habe. Und Backstab. Hast du überlebt? Krass. Eisertal-Lilie 5. Cool. Jetzt kann man warten, unsere ganzen Geister hochzuleveln. Oder vor, sehr Vorsicht, Vorsicht vor hoch. Ja. Och, vorne erst. Und Falle. Das ist ein No-No, ja? Okay, wo ist denn der Rückzugsort? Da rechts. Okay.
Hier ist eine Leiter sogar. Okay. Leitern wir. Wow. Das ist lila, das Item da hinten. Wer du bist? Weil, lass uns kämpfen. Nice. Mittelstein 7. Schwarzer Ritter Kapitän Uwe. So. Hier triggert das erst. So, dann schauen wir uns mal hier oben um. Wir haben schon so viele Geister und sowas hier gefunden. Das ist einfach nicht eins. Och nö. Lauf, 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 lauf. Ui. Hier geht's weiter. Ja, na gut. Mal tiefer runter. Aha. Hier ist eine Statue. Okay. Was soll ich denn hier machen? Berühren? Kaputt hauen? Nichts davon, okay. Mal erst nach oben schauen. Weil solche Fallen halt eigentlich am Boden auch markiert sind mit Blut. Ah, hi. Weggemacht. Einiges an böse Buben hier in dem Raum. Lass mich nochmal buffen. Vielleicht nochmal hier nochmal Time anmachen. Ach nee, das ist so einer. Mag die nicht, die Typen. Krebertalle hier 5. Geistertalle hier 8. Also, der Unterschied zwischen denen ist übrigens, einer von denen ist für die normalen Geister zum Aufwerten. Und die anderen für die, ich sag mal, die exklusiven Geister aufwerten. Also exklusiven Geister im Sinne von die mit speziellen Namen und sowas.
auch wieder weiter. Ich bin ehrlich, solche Katakomben hier sind halt einfach langweilig mittlerweile zum Erkunden. Na, hast du 5 Stück gemacht, dann ja, hast du einfach auch keine Lust mehr, ne? Okay, wir machen den Boss und danach machen wir Schluss. Den haben wir hier. Den Todesritter. Oh. Wow, hey. Ach, Lifesteal. Ja gut. Pop Attack. Ah, Mann. Ja, ist doch gut mit dem Heilen, Alter. Okay. Ich mach den Offscreen. Dann fängt es dann mit der nächsten Folge damit an, wie wir den hier wegmachen. Ich hab vergessen, den Dings zu ändern, den Talisman. Nur, dass wir so viel Schaden genommen haben. Okay, ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Geht ja eigentlich quasi direkt weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Kommentare und Kritik ist natürlich wie erwünscht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!